eins muss ich eingestehen. Zu dem Punkt gekauft worden sein. Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Krasse Vorwürfe, ihr habt es gesehen im Titel. Mir wird vorgeworfen, dass ich meine Videos kaufen lasse. Beziehungsweise Bewertung kaufen lasse. Ganz konkret, damit ihr wisst, was los ist, geht es um das Video, was ich Donnerstag rausgehauen habe. Um den besten Burger Deutschlands. Da habe ich den besten Burger Deutschlands gekürt, Foodbrother. Und da wurde mir jetzt vorgeworfen, dass das Ganze korrupt sei. Dass das gekauft ist. Auch, dass ich einfach unprofessionell bin. Einfach dämlich und keine Ahnung vom Burger habe. Weil ich, und das ist der Grund, worauf bezogen erstmal die Kritik kommt. Ich habe den Burger schon mal getestet. Vor einem Jahr, beziehungsweise die Kette getestet. Foodbrother in Dortmund. Diese Pfefferkruste, die auf dem Burger drauf war, die war wirklich gut. Allerdings das Brot, industrieller Kram. Fleisch hatte für mich beinahe, ich hätte fast gesagt, die haben da Schwein mit reingemischt. Im Großen und Ganzen, tut mir leid. Und wie gesagt, Leute, es ist Geschmackssache. Er kriegt von mir eine Benotung von 6,5. Jetzt, wo ich bei Foodbrother in Berlin war, habe ich eine 9 gegeben. Dieser Geschmack in den Burger reinzubeißen war einzigartig, war heftig. Du hattest ein perfektioniertes Fleisch, du hattest perfektionierten Geschmack, perfektionierte Zusammenstellung zusammen mit den Soßen, das Brioche, ein Gedicht. Deshalb kriegt dieser Burger für mich 9 Punkte. 9 Punkte von 10. Wir haben den nächsten besten Burger Deutschlands. Wir haben ihn am Start. So, und deshalb wird halt unter anderem auch gesagt, dass Punkt 2 der Kritik, nicht nur Punkt 1, dass ich mich kaufen lasse, sondern Punkt 2, dass ich einfach keine Ahnung habe. Ich bewerte zweimal einen Burger und das zweite Mal ist er auf einmal richtig heftig und habe genau den gleichen gegessen. Ja, was ist da los? Wird jetzt natürlich auch irgendwo zu Recht, muss ich sagen, meine Professionalität in Frage gestellt. Und dazu möchte ich Stellung nehmen. Ich möchte euch sagen, wie das Ganze vonstatten ging und wie das Ganze überhaupt ablief. Und dafür möchte ich euch sagen, wie der Tag auch ablief, als ich da hingefahren bin. Da muss ich ja auch einen Fehler eingestehen bei mir. Da freuen sich jetzt die Kritiker, aber das ist so. Ich habe falsch recherchiert. Ich wusste gar nicht, dass das die gleichen Läden sind. Für mich war vom Laden, habe ich noch gedacht, ich habe auch auf der Hinfahrt drüber nachgedacht, sind das die gleichen, sind das nicht? Da habe ich auch vorher schon drüber nachgedacht und habe mir da ein paar Fotos angeguckt und Video nochmal vom ersten Mal in Dortmund. Und habe die Logos verglichen, habe mir die Angst gehabt, gesehen, okay, das werden nicht die gleichen Läden sein. Ich habe auch Charo damals gefragt, als ich Dortmund war, sind das die gleichen Läden? Ich glaube, er hat sich da auch ein bisschen vertan. Er hat mir damals auch Nein gesagt. Und ich habe im Laden nochmal einen Mitarbeiter gefragt und der hat mir auch gesagt, dass das nicht die gleichen Läden sind. Das heißt, was ich damit sagen will, bis Donnerstag, bis ich die Kommentare gelesen habe, bin ich zu 100% davon ausgegangen, dass ich zwei Läden bewertet habe. Und da stehe ich auch jetzt noch zu. Und noch jetzt sage ich euch zu 100%, ich habe zwei unterschiedliche Burger bewertet. Und für mich, geschmacklich, hatte der eine Burger rein überhaupt nichts. Rein gar nichts mit dem anderen Burger zu tun. Ich kann euch auch noch genau sagen, wie mein Burger damals geschmeckt hat und wo der Unterschied war. Der Burger in Dortmund, sage ich euch, der hat eine Pfefferkruste gehabt. Der hat einen komischen Fettbeigeschmack gehabt. Da muss irgendwie, da stehen auch nur Menschen, da muss irgendwie menschliches Versagen gewesen sein. Der hat einen komischen Fettbeigeschmack gehabt. Das habe ich auch im Video gesagt. Auch das Burger Bun war für mich komplett anders. Und jetzt kommen natürlich die Kommentare, die sagen, und das blende ich mal eben ein, du hast zu 100% den gleichen gegessen. Das Bun war gleich, die Soßen waren gleich, das Fleisch war gleich, es war alles komplett dasselbe. So, und dann habe ich jetzt erstmal zwei Punkte für euch. Punkt 1, denke ich mal, wird schon mal jeder verstehen können, der genau darüber nachdenkt. Da appelliere ich auch bei Leuten, die solche Kommentare schreiben, da mal ein bisschen intensiver drüber nachzudenken. Punkt 2, denke ich, wird danach den Rest aufklären. Punkt 1 einmal. Gehen wir mal von aus, es wäre genau der gleiche Burger gewesen. 100% ganz genau der gleiche Burger. Dann kann das immer noch Folgendes sein. Fragt euch doch mal selber, wie oft wart ihr im gleichen Dönerladen oder im gleichen Restaurant? Wart 5-mal da und alles ist heftig und geht zum 6-mal hin und auf einmal schmeckt das nicht richtig. Das ist absolut menschlich. Jetzt bezogen auf meinen Burger. Sollte es genau der gleiche gewesen sein. Du kannst einen Bun, kannst du zu lange toasten, auf zu niedriger Temperatur, zu lange. Es kann einfach komplett durchgebacken sein. Du kannst es damit versauen. Fleischpatty kann in altes Fett gelegt worden sein. Auch bei falscher Temperatur, durchgebraten, irgendwas. So, zu viel Soße, zu viel Salat, zu wenig Salat. Du kannst genau den gleichen Burger mit den gleichen Zutaten, kannst du komplett anders machen. Aber gehen wir mal zu Punkt 2. Ich blende nochmal das Kommentar ein, wovon nicht wenig waren. Du hast den gleichen Burger gegessen. Er war genau gleich und du hast ihn jetzt anders bewertet. Aber dann ist die Frage, liebe Leute, woher wisst ihr denn, dass das der gleiche war? Habt ihr vielleicht einen Kollegen gefragt, der sagt, das ist eine Kette? Vor einem Jahr hat Holle den gleichen Bun gegessen und das gleiche Fleisch. Es war alles gleich. Oder habt ihr vielleicht irgendwie die Unternehmensstruktur studiert? Wart ihr mit im Unternehmen bei Foodbrother und wisst das? Oder habt ihr vielleicht sogar die Geschäftsleitung kontaktiert und gefragt, was da los war. Und die haben euch eine E-Mail geschickt und haben euch gesagt, ja, stimmt, Holle hat keine Ahnung. Kann ich euch nur sagen, nein, das habt ihr nicht. Ihr habt nicht die Geschäftsleitung kontaktiert. Aber das habe ich nämlich gemacht. Und ich kann euch sagen, ich habe nicht den gleichen Bun gegessen. Das blende ich hier eben auch nochmal ein, weil Dortmund nämlich vom anderen Bäcker beliefert wird. Ich habe
nicht den gleichen Bun gegessen. Und ich habe auch nicht das gleiche Fleisch gegessen, weil das Fleisch damals, was ich gegessen habe, weder die gleichen Anteile an Fleischteilen hatte, weder die gleiche Rezeptur hatte. Es war ein anderes Fleischpatty, was ich damals gegessen habe. Es war komplett anderes. Ich habe einen anderen Burger gegessen. Ich blende am Ende des Videos nochmal den kompletten Brief ein. Da könnt ihr euch den kompletten Brief reinziehen. Ich habe einfach einen anderen Burger gegessen. Soße, muss ich eingestehen, könnte dieselbe gewesen sein. Aber ich denke, da kann jeder von euch nachvollziehen. Wenn Patty anders ist, wenn Brot anders ist, das ist ja eine Zusammenstellung von Zutaten. Da muss ich jetzt nicht unbedingt rausschmecken, dass es die gleiche Soße ist. Und das habe ich auch nicht. Da würde ich lügen. Aber ich habe komplett was anderes gegessen. Und da bitte ich euch auch einfach mal, wenn ihr denn wirklich nicht zu viel Ahnung habt, da dann nicht so eine Dinger reinhauen, dass ich da lesen muss, D-Abo gekauft, sonst was. Was soll ich dazu im Nachhinein sagen? Ich muss fairerweise jetzt auch nochmal zu sagen, zu der Mail, die Jungs von Foodbar haben auch geschrieben, da ist sehr viel passiert. Die haben halt das Produkt perfektioniert inzwischen. Ich habe sozusagen deren perfekten Burger gegessen. Die Standardisierung und das gleichbleibende Produkt ist inzwischen um einiges verbessert und die sind deren Ziel schon näher gekommen. Das muss ich auch dazu sagen, weil ich jetzt ja auch negative Sachen zu den Jungs gesagt habe. Und der Burger, wie ihr mein Video geguckt habt, ist für mich bisher der beste Burger Deutschlands. Das kommt auch nicht von ungefähr. Guckt euch andere YouTuber-Videos an, was die gemacht haben. Guckt euch Charus-Bewertung an, sonst was. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie auf einmal so einen random Burger, der nicht so gut ist, auf einmal top bewertet habe. Und eins muss ich eingestehen, zu dem Punkt gekauft worden sein. Da muss ich eingestehen, das kommt auch nicht von ungefähr. Und da kann ich auch irgendwo eure Bedenken verstehen. Man muss ja einfach mal sehen, so eine Werbung, wie ich sie mache, in Anführungszeichen Werbung, für den Laden, wenn ich den gut bewerte, das ist natürlich unbezahlbar. Das ist unbezahlbar. Ein Unternehmen zahlt bestimmt 1000, ich weiß nicht, vielleicht auch 2000 Euro für einen Zeitungsartikel. Und diese Werbung, die ich mache, guckt euch Tonbul an, nachdem ich das Video gemacht habe. Die haben den die Bude eingerannt. Das ist einfach so. Der in Frankfurt, wo den ich als besten Döner bewertet habe. Und da ist auch nachvollziehbar, dass man darüber nachdenkt, dass ich vielleicht irgendwo Gelder annehme. Und ich kann euch sagen, da bin ich auch ehrlich, mich wollten noch nicht wenig Leute kaufen. Das ist so. Und das ist normal, das ist menschlich. Das sage ich euch jetzt einfach so auf Real Talk Basis. Aber ich habe, und das kann ich mit gutem Gewissen sagen, ich habe noch nie Geld für eine gute Bewertung angenommen. Das habe ich noch nie gemacht. Und da kann man entweder mir glauben oder man glaubt mir nicht. Und einmal ganz kurz noch der Einspieler. Ich habe sogar die Rechnung selber zahlen müssen in Berlin. Ich habe diese Rechnung selber zahlen müssen. Ich habe damals mit dem Geschäftsleiter auch da oder einem zweiten Geschäftsleiter gedreht. Ich habe mir original noch gedacht, du, weil ich habe ihm gesagt, pass auf, dein Burger ist bei mir der beste Burger Deutschlands geworden. Und dann hat er mich trotzdem zur Kasse gebeten. Dann dachte ich so, okay, ich hätte die Person dann eingeladen, dachte ich mir so. Genau, den Beleg habe ich sogar hier abfotografiert, beziehungsweise meine Steuerberaterin, die Aufnahmen vom Rechner, die belegen, dass ich zu der Zeit da gewesen bin, habe ich auch am Start. Und glaub mir, liebe Kritiker, das macht das für einen Sinn. Die holen mich nach Berlin, bezahlen mir mein Video angeblich, aber die Rechnung soll ich selber zahlen. Naja, also weiter im Video. Die Leute, die mir nicht glauben, werden jetzt auch sagen, pass auf, dieses mit dem Brief hier und sonst was und was du jetzt alles erzählst, das gehörte alles zu deinem Plan. Und das war alles genau in deiner Denke vorher schon am Start. Und jetzt, das war mit Food Brothers abgesprochen. Das kann natürlich jeder jetzt denken. Dann soll jeder denken, was er will. Die Leute, die mir glauben, die glauben mir. Und die Leute, die mir nicht glauben, die glauben mir nicht. Aber wie soll ich euch jetzt beweisen, dass es nicht gekauft ist? Wisst ihr? Also entweder man glaubt mir nicht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke euch für euren ganzen Support. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich auf ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt, auf einen Kommentar und einen Daumen oben. Und bis zum nächsten Mal.